Na ja, gut. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be implied. Not here. We'll give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Ich krieg gar nichts, ihr seid fett genug, guckt euch mal an. Ach du Scheiße, was ist denn da unten? Oh nö. Also jetzt auf, also, ne, so hier rumlaufen und reingucken in die Dinger und coole Sprüche machen, als würden die im Zoo sitzen, das ist ja noch in Ordnung, aber jetzt direkten Kontakt mit denen da unten kommen will ich ja nicht. Kommt raus, guckt, ob DHL-Fahrer da ist, geht wieder zurück. Das hätte ich sein können. Sehr geil. Ich habe echt ein bisschen Angst, ne? Hallo. You look like you've seen a ghost. Nee, ach. Alles gut. Ich ist doch alles normal hier, Freunde. Ist doch alles vollkommen normal. Alles easy, Freunde. Hast du deinen Kopf gegen die Wand, Alter? Was ist denn bei dir schief? Das tut doch weh. B. Wir sind in Trakt B, oder was? Ach, in Block B. Stimmt, das ist einfach ja Block. Armsale, Jenny from the Block. Anyone knows what I got? Armsale, Jenny from the Block. Okay. Need no more space alone. Lassen Sie mich alleine. Ihr seid doch alle alleine hier. Ihr ist doch kein Schwein. Ihr habt doch alle vergrault oder getötet oder gegessen oder sonst was. Ach, kommen wir eher schon wieder. Wo ist denn dein Penis hin? Hast du keinen Penis mehr? Hast du deinen Penis gegessen? Du bist aber auch ein Wicht, ne? They're in my blood and they wanna get out. You can feel. Ja. My life in a nutshell. Ich mach das auch immer. Warum lache ich da drüber? Das ist eigentlich überhaupt nicht lustig, Mann. Ernst werden hier bitte, ja? Da lacht man nicht über. So, jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir denn eigentlich hin? Hier ist ja gar nichts. Ey, ich bin keine Wand, ja? Bin mal schön entspannt jetzt. Bruder. Wir gucken mal hier rein. Okay. Was hast du denn im Maul, Alter? Hast du deine Unterhose gefressen? Warum guckst du mich so starr an? Er sieht aber nicht freundlich aus. Ich glaube, wir gehen. Ich glaube, der will keine Publicity haben. Wo müssen wir denn jetzt rein? Wahrscheinlich in die Tür, ne? Weil die so leuchtet. Okay. Okay, die kann man aufmachen, weil da steht das da. Oh, lacht der etwa? Ich glaube, der lacht. Ne? Hört ihr das? Ich habe Angst, da durchzugehen. Ich hasse das. Ne, muss ich da jetzt wirklich oben rein? Ach, nee, das muss jetzt aber nicht sein. Ne? Also, ich meine, wir müssen es ja nicht übertreiben jetzt. Kann ich nicht lieber wieder zu den netten Boys da drüben gehen? Die machen einem nämlich nichts. Also die wollten, die wollten mir jetzt nichts, die wollten meinen Pimmel nicht essen, die wollten allgemein überhaupt nichts von mir essen. Ich fand die eigentlich ganz entspannt da hinten. Aua, aua, ich hab Angst. Seidig, was?
Ja, das denke ich mir auch gerade. What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! You're like, what? It's sick. You're sick. Hast du gerade eine Leiche gefickt, Alter? Die hatte nicht mal einen Kopf. Wo ist denn da der Spaß, Junge? Was ist schief mit dir? Ihhh. Du bist wirklich widerlich, Mann. Alter, nee, ich geh, das ist ja wirklich... Da war ich nicht mal eingeladen, was für ein Arschloch. Das ist ja echt, also das ist ja, also... Weißt du? Loch ist Loch, Kappa. Alter, das ist echt ekelhaft. Ach, da vorne sind die beiden Boys, die uns ja essen wollten irgendwie. Die haben ja schon einen Plan zurechtgelegt. Ach, guck mal. Vielleicht sind wir jetzt an der Reihe. Loch ist Loch, Kappa. Okay. Ich bin überhaupt nicht entspannt. Aber überhaupt nicht. Aber sowas von überhaupt nicht. Beweg dich zu einer Kante hin, um dich daran festzuhalten. Naja, komm. Irgendwas wartet doch hier gleich auf uns. Ist entspannt aus. Ja, das kann sein, aber ich bin nicht entspannt. Also innerlich überhaupt nicht. Hä, wieso bist du denn so hektisch? Du siehst jetzt nicht so alt aus, dass du keine Zeit mehr hast im Leben, Bruder. Oh Gott. God always provides a way, follow the blood. Folge den Blutspuren zum Ausgang. Alles klar. Was? Nee, du hast einfach dein... Lieber Rollifahrer Mike, du hast einfach... Einfach so... Hast du dein... dein Rollstuhl im Weg stehen. Kurz vor einer Treppe. Ja. Das geht doch nicht. Ja, die Leute müssen doch da lang gehen. Block A. Inactive. Oh ja, gut. Ich hasse Treppen. Finde ich nicht gut. Guter. Der einzige Weg draußen führt nach unten durch den Abfluss. Durch den Abfluss. Es ist eine gute Idee, wenn du sowieso schon in so einer Irrenanstalt bist, wo alle total bescheuert sind, sich gegenseitig auffressen, der eine, der es mit einer Leiche treibt. Ist es wirklich sinnvoll, so einer Blutspur zu folgen? Ich meine, wäre es nicht sinnvoll, dem Exit vielleicht einfach zu folgen und nicht so einer komischen Blutspur? Ich glaube, das ist irgendwie nicht so schlau. Aber, naja, okay. Vor allem, wenn er uns das sagt, ist das doch bestimmt nicht gut. Okay, da geht schon mal nicht lang. Da auch nicht. Was tut er da? Doch, doch, der ist vertrauenswürdig. Ja, okay, wenn ihr das sagt, glauben wir dem einfach mal und jumpen hier mal runter. Okay. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Wieso sagst du mir das jetzt? Ist da jemand? Nein. Exit. Was ist das? Komisch aus. Ja, gut.
Siehst du, ich hätte jetzt auch in den Exit laufen können, ich laufe aber jetzt zu dieser Tür, was eigentlich total sinnlos ist. Sie sind nicht behindert, sie sind förderbedürftig. Ach, da steht ja einer. Moin! Na? Alles fit oder was? Sag mal, habt ihr hier noch Batterien? Ich bräuchte gerade mal... Ach ja, guck mal. Sehr schön. Ich bräuchte da gerade mal eine Batterie. Ne? Ich glaube nicht, dass du da Verwendung für hast, oder? Okay, du siehst wirklich scary aus mit deiner komischen Robe, die du da dann hast. They weren't experiments. Was? They were rituals. A conjuring. Achso, du weißt wieder alles besser hier, ja? Naja, dann... Ah, hier kann man reinflüchten, wenn man denn verfolgt wird von irgendjemandem. Was bestimmt gleich passieren wird. Okay, du bist der Experte, sagst du. Alles klar. Hat da gerade jemand Hilfe geschrien? Okay, hier können wir uns auch verstecken, theoretisch gesehen. Gut, gut, gut zu wissen. Wir müssen irgendwie in die Kanalisation kommen. Wenn ich diese Tür jetzt aufmache, steht da hundertprozentig jemand dahinter. Okay. Da kommt auch jemand runter. Hey, der ist aber weg, ne? Da oben. Toll. Beruhigend. Wirklich beruhigend. Breite Gänge. Das lässt darauf schließen, dass der Asi gleich wieder kommt. Jetzt weiß ich, warum die Murkoff Corporation hier kein Ausbildungsberuf mehr, also kein Ausbildungsbetrieb mehr ist. Alles klar. Kann ich jetzt auch irgendwie nachvollziehen. So, ist der jetzt auch aggressiv, der Typ? Haut er uns jetzt auf die Fresse oder wie ist das? Okay, hier hängen überall Bilder von Kirchen und sowas. Wie ist der drauf, der Typ? Wisst ihr das gerade zufällig? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass der jetzt nicht so vertrauenserweckend ist. Also ich weiß ja, also... Keine Ahnung. Wieso guckst du mir da und so hinterher, Typ? Lass mich einfach in Ruhe, mach du dein Ding, ich mach mein Ding. Klopp du noch ein bisschen. Wenn ich hier lang gehe, bewegt er sich. Und wenn ich hier wieder zurückgehe... Ja, du willst mich, ne? Du willst mich richtig heiß, Bruder. Okay, du Pisser, komm her. Willst du? Okay, pass auf, ich gehe jetzt hier ganz normal an dir vorbei. Ja, und du lässt mich einfach in Ruhe, ja? Du lässt mich einfach gehen, okay? Sehr nett von dir. Security. Viel zu spät. Tobi, hast du Bock? Nein, überhaupt nicht, aber wir machen's. So, der hinter uns hat uns ja zum Glück in Ruhe gelassen. Och, Alter. Security. Okay, bangt da wieder einer der Leiche. Guten Tag. Okay. Ciao. Arschloch. Finde ich jetzt nicht so. Hallo. Wir waren doch irgendwo. Ach, da. Schnell. Schnell rein. Tschüss. Wie geil das einfach sein muss. Aus Sicht des Monsters, also aus Sicht des Typen. Wenn du die Tür aufmachst, siehst ihn und machst die Tür wieder zu, gehst wieder.
Okay, der ist jetzt nach da drüben gelaufen. Ich habe halt immer noch vor dem anderen Angst. Weil, warte, ganz kurz, ich, diese scheiß Twitch-App ist schon wieder abgeschmiert. Ich kotze ins Essen. Das ist echt ein Mistding. So. Kackteil. Okay, der ist nach da drüben gelaufen. Wir gehen mal raus. Du lässt mich ja sowieso in Ruhe, ne? Du hast ja gar keine Probleme mit mir, das hoffe ich. Du verrätst doch deinem Kumpel nicht, wo ich hin bin, ne? Hallo? Okay. Scheiße, die Tür hat er rausgetreten. Das heißt, wir können hier nichts mehr machen mit Tür zu und so. Okay, da kommt komische Mucke, ich gehe in den Schrank. Sehr gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung. Geh an den anderen Schrank. Sehr gute Entscheidung. Das Problem ist jetzt natürlich... Das Problem ist jetzt natürlich, dass der jetzt da geradeaus zurückgeht. Und das Problem ist... Das Problem ist, dass wir da jetzt an ihm irgendwie vorbei müssen. Ja, wie gesagt, hier ist er jetzt offen. Oh, oh, wieso bist du so aggressiv? Wo ist der? Gut, gut. Sehr gut. Hat er uns gesehen? Oh ja. Tschüssi. Ach, er ist das, der auf den anderen eingeprügelt hat. Das finde ich jetzt aber nicht cool. Fuck. Hallo. Au. Also ich weiß ja nicht, wie du das so siehst, ne? Aber dieses Herumgeprügel hier. Ich finde das nicht nice von dir. Ehrlich nicht. Dieses aggressive Verhalten, das geht einfach überhaupt nicht. Und dass er halt auch ständig jede Tür kaputt macht, ne? Ich meine, das muss ja auch jemand bezahlen. Ich höre den die ganze Zeit. Wo ist der denn? Okay, das ist nicht so einfach, jetzt da an dem Pisser vorbeizukommen. Wo ist denn der jetzt? Guck mal gerade, ob hier noch eine Batterie vielleicht drin liegt oder so. Ah ja. Nice. Natürlich kommt er jetzt wieder hierher. Kann ich mich hier verstecken? Ob der mich hier findet? Weil ich lasse den jetzt einfach zum Schrank gehen. Und wenn er gleich beim Schrank ist, rennen wir einfach hinter dem weg. Tschüss! Mach's gut, Arschloch. Ja. Fuck. Wenn er jetzt die Tür einschlägt, haben wir ein Problem. Oh, Batterie. Wo müssen wir jetzt hin? Genau. Müssen wir hier gar nicht rein? Das ist aber uncool jetzt. Ich dachte, wir müssen hier hin. Toll. Aber dieser Raum hier muss doch irgendeinen Grund haben. Da muss doch irgendwas sein.
Irgendein Grund, warum man hier hin muss. Mann, ey. Ja, können wir wieder rausgehen hier. Nützt ja nichts.